Börsencrash oder Jahresendrallye? Diese Frage stellen sich Anleger wohl immer, besonders oft aber aus historischen Gründen im Oktober. Thomas Hupp ist Spezialist für Saisonalität am Aktienmarkt und er beschäftigt sich sehr detailliert mit diesen Fragen und vor allen Dingen, wie wir alle wissen, mit dem Halloween-Effekt. Herr Hupp, was hat Halloween mit der Aktienbörse zu tun? Ja, interessanterweise, wenn wir mal die Monate betrachten, sehen wir, dass im Oktober 37% aller Oktobermonate mit großen Verlusten beschert waren, wenn wir die letzten 100 Aktienjahre betrachten. Das heißt, sie haben ja sehr viele Kurskorrekturen, die heftig ausschlagen. Die andere Seite natürlich, 63% waren positiv, die sogenannte Jahresendrallye. Aber um Halloween rum können wir feststellen, dass hier oftmals sich eine Bodenbildung gebildet hat. Und deswegen gibt es ja auch die Börsenweisheit Sell in May and Go Away. But remember to come back on Halloween, also kauf billig Aktien an Halloween ein. Und die Halloween-Strategie ist ja auch bekannt, dass sie sehr, sehr effizient ist. Das ist Halloween und die Börse. Weshalb glauben Sie jetzt, Herr Hupp, dass sich diese Statistik in der Zukunft fortsetzt? Denn was es in der Vergangenheit gab, muss es ja nicht unbedingt auch eine Zukunft geben. Das ist richtig. Wenn wir aber genau hinschauen, gibt es gewisse Gründe, warum der Oktober so gefährlich ist. Da kommen verschiedene Einflussfaktoren zusammen. Ein wichtiger Einflussfaktor ist, dass die Unternehmen, die gerade in der Berichtssaison sind, denen ist nicht erlaubt, Aktienrückkäufe zu tätigen. Hier fehlt Liquidität am Markt. Dann haben wir jetzt gerade am 18.10. einen Verfallstag. Das heißt, da kommen Optionen, die eventuell eingelöst werden. Und Sie erinnern sich, im Juli, da gab es einen sehr, sehr großen Überhang an Put-Optionen, die eventuell Druck auf den Markt bringen. Dann haben wir natürlich die Berichtssaison, die enttäuschen kann oder aber auch natürlich positiv überraschen kann. Im Moment enttäuscht die ja eher bei vielen Unternehmen. Der Markt reagiert gar nicht so drauf im Moment. Aber der wichtigste Punkt meines Erachtens sind die großen Vermögensverwalter, die ihr Risikobudget enger schnallen. Sie haben noch ein Quartal, um Rendite zu machen oder auch Rendite zu verlieren. Und am 31.12. müssen sie ihren Kunden berichten, wie das Jahr gelaufen ist. Ich weiß von Kollegen, die fahren das Risikomanagement runter. Das heißt, kleine Kursbewegungen können hier schnell zum Abverkauf kommen. Das sind die Gründe, warum ich glaube, dass der Oktober immer der gefährlichste Monat bleiben wird. Aber Hand aufs Herz, spielen im Oktober Fundamentaldaten denn gar keine Rolle, wie Unternehmensbilanzen etc. pp. Wie bewerten Sie jetzt das aktuelle Kursniveau? Also interessanterweise, man muss sagen, natürlich langfristig oder wie Sie es ja gern sagen, am Ende des Tages entscheiden die Kursgewinne. Entschuldigung, die Gewinne der Unternehmen. Gewinne, Wachstum, das treibt die Kurse voran und umgekehrt natürlich schrumpfende Gewinne und so weiter. Das stimmt schon. Aber im Oktober, interessanterweise, wenn ich meine 100-Jahres-Analyse mache und betrachte, dann spielen die Fundamentaldaten tatsächlich kaum eine Rolle, weil wir ganz oft eben Panikverkäufe haben. Da wird dann alles verkauft, ob gut oder schlecht. Aber auch umgekehrt in der Jahresendrallye wird alles gekauft, Hauptsache Aktien, was nach oben treibt. Also deswegen der Oktober, wenn man fundamental anschaut, ist tatsächlich komplettes Wirrwarr. Alle haben Angst vor einem Crash, weil einfach die Kurse dramatisch runtergehen und sich eine gewisse Panik breit macht. Wenn ich Sie über einen Crash reden höre, spüre ich durchaus auch immer wieder so eine Formulierung wie, ist durchaus gesund und kann man auch als positiv bewerten. Wie meinen Sie das? Genau, die Frage, wo habe ich ja nicht ganz beantwortet, was halte ich jetzt im Moment vom Aktienniveau? Und wir müssen ja sagen, fundamental ist ja eigentlich die Welt in Ordnung. Wenn wir mal im Schnitt gucken, haben Aktien ungefähr einen Gewinn von 6,24% am globalen Markt. Das sieht schon ganz gut aus. Und der sichere Zins, eine US-Staatsanleihe auf 10 Jahre, ist bei 1,6%. In Deutschland schauen wir lieber nicht, dass wir jetzt anfangen zu weinen. Ja, es liegt bei minus 0,5%. Aber das heißt, die Differenz zwischen sicheren Zins und Aktienrendite ist groß genug, ist interessant auf den ersten Blick. Aber wir sehen ja, die Zinsen sind ja komplett manipuliert durch die Notenbanken. Sie sind künstlich runtergedrückt und deswegen glaube ich, dass die Aktienkurse krank sind. Die müssten eigentlich viel tiefer liegen und wir merken das ja, letztes Jahr haben wir es gesehen, wenn die Zinsen etwas hochgehen in den USA, 3,5%, dann gehen die Aktien tatsächlich um 20% nach unten. Und meines Erachtens sind die Aktienkurse wirklich krank und hängen am Tropf der Notenbanken und das halte ich für ungesund. Also kommt jetzt der Crash an Halloween oder starten wir eine Jahresendrallye? Gesund wäre es, weil der Punkt ist ja, wenn wir einen Crash von 20-30% bekommen, dann wären die Kurse auf einem Niveau. Die Anleger, die 10 Jahre angelegt haben, die sind ja noch im grünen Bereich, die haben 5, 6, 7% Rendite pro Jahr gehabt, da ist kein Schaden passiert. Aber es gibt den Anlegern, die jetzt Geld haben, und das ist ja die Masse, und gerne investieren möchte, die Chance, ohne Angst einzusteigen. Denn der Crash, der steht ja seit 3 Jahren aus und es heißt immer, er muss kommen, 7 Jahre Aufschwung, dann kommt er. Ich glaube da nicht so ganz dran. Aber ob er jetzt vor Halloween kommt,
Im Moment sieht es sehr aus, die Börsen sind ja sehr freundlich. Also es ist gerade im Moment ein Kopf-an-Kopf-Rennen, wenn Sie die Kurse betrachten. Bullen und Bären stehen in Lauerstellung. Ein Crash ist in Gefahr, aber die Bullen sind auch da für eine Jahresendrallye. Auch wenn es jetzt eher nach Bullen aussieht, also Jahresendrallye, bin ich sehr vorsichtig, denn die saisonale Analyse, wie wir besprochen haben, ist ja eher gefährlich bis Mitte November. Aber auch wenn ich eine Risikoanalyse mache, sehe ich sehr, sehr große Risiken am Aktienmarkt. Ich würde jetzt, sage ich mal, bis Mitte November lieber mit Regenschirm rausgehen, nicht nur beim Wetter, sondern auch an die Börse. Ich glaube eher, dass wir noch tiefere Kurse sehen werden. Sie verfolgen ja mit einem Investmentfonds die Halloween-Strategie, all das, was Sie uns jetzt geschildert haben. Haben Sie jetzt in diesem Fonds auf Crash oder Rally gesetzt? Ja, ich bin hier ganz authentisch. Natürlich haben wir eine Aktienquote von 0%. Das heißt, alles ist in Anleihen. Es funktioniert auch sehr gut. Und ich warte auf eine Kurskorrektur, die wäre jetzt natürlich wünschenswert und schön. Man könnte günstig einkaufen, aber nicht nur ich, auch viele andere Kollegen warten da sozusagen drauf. Das heißt, ich werde bis November aus dem Aktienmarkt draußen bleiben und abwarten. Das ist mir einfach zu gefährlich. Falls natürlich jetzt ein Crash sich schnell ausbilden würde und wir hätten 20-30% Minus, dann kaufe ich günstig ein, schon vorher. Warren Buffett macht das im Übrigen ja auch ganz gerne und freut sich über die Qualitätsaktien. Daneben setzen Sie auch auf Anlegerbildung, wie ich weiß, haben hierzu ein E-Book formuliert. Mit welchen Ansätzen? Genau, das E-Book heißt 7 Gründe, saisonal zu investieren. Es geht darum, um Investoren zu sensibilisieren für die Saisonalität. Denn wir haben ja ein großes Problem, viele Anleger, alle, ob große Vermögensverwalter oder Privatanleger. Aktien und Anleihen haben eine hohe Korrelation. Sie sind am Zinstropf. Steigt der Zins, fällt beides. Geht der Zins nach unten, steigt beides. Komplett gleich korreliert. Das heißt aber, dass die klassischen Verfahren zur Risikostreuung über Aktienanleihen sehr ineffizient geworden sind. Und deswegen müssen Anleger umdenken und nicht nur über Aktienanleihen zu diversifizieren, sondern auch über Handelsstrategien. Und da bietet eben die saisonale Anlagestrategie einmal Schutz vor diesen Herbststürmen, aber auch einen interessanten Renditebeitrag. Und darum geht es in dem Buch. Kann man übrigens bei Apple unter der App Bücher oder bei Google Book oder Google Play kostenpflichtig erhalten. Wenn Sie unseren Newsletter haben, Börse saisonal, dann gibt es das auch kostenfrei. Also Saisonalität an der Börse, erläutert von Thomas Hupp hier auf dem Parkett der Börse Frankfurt. Sind wir gespannt, was im Oktober wirklich passiert. Herzlichen Dank, Herr Hupp.